Ja, Auszubildender hat das richtig gut gemacht. Also, ich bin stolz Hat auf er? ihn. Ja. Ja, Ja, wundervoll. bin ich Vielen auf Dank, jeden Herr Fall. Schieber. Macht's Und nehmen gut. Sie mir das Danke. nicht übel, so. Grundsätzlich ist jeder erstmal verdächtig. Sie wissen, wie es ist, ne? Ja, das kenne ich, ja. Aber Alles warten Sie, jetzt klar. kommt das Was habe ich Schlimme, gesagt? ne? Fangen Sie Es mal wird auf. Da, drei, jetzt muss er da drüben, minus zwei. den Ja, minus zwei, ja. Obdachlosen, muss er jetzt da, Dankeschön. ne? Oha, Der Bettler. oha, oha. Ja, da Nehmen müssen wir wir aber jetzt mal klar, schauen, das wird jetzt schon interessant. los hier. Einfach Dann wünsche ich Einsatzbefehl, Ihnen Junge, noch viel Kriegspflegefüße. Spaß mit Ihrem Auszubildenden, ne? Und gute Geschichte Ihnen noch, ja? Ja, Rima, ich wünsche Ihnen was, Junge. Pass auf, dass Sie dem da nicht über den Weg laufen. Der fährt Ihnen da gnadenlos über den Fuß. Das sage ich Ihnen, ihr kleiner Dreirad-Rabauke da Ja. hinten. Alles klar, alles klar. Dann Gehen wünsche ich wir Ihnen noch hinter was. ihn, der hat kein Helm. Wiedersehen. Jawohl. Auf Wiedersehen, ich wünsche Ihnen was. Wir sehen. Und Ja, er war er macht eben den. hier. Wo ist der denn, Junge, ohne Helm? Da. Da, hier, da. Da ist er. Ey, Meister, Junge, sag mal, was ist los mit dir? Hast du da. Überstrahlung von Dann Leichen bleib im mal Gefecht. stehen, Junge, fahr nicht gleich weg hier. Das ist alles gut, Junge. Wir reden doch nur. Beruhig dich. Darf ich mal kurz bitten, hier das schöne Maschinen hier abzustellen, dass wir mal einen kleinen Plausch halten können? Erzielerstrahlung von Leichtstelle. Meister, sag mal, bist du ein bisschen lebensmüde oder bist du Ja, abschließend, Junge? Du hast ja Erzielerstrahlung keinen von Helm Leichen. auf, Mann. Weißt du, was Seid da ihr passiert, frei? wenn du mit 120 vor der Wand fährst, Junge? Bleibt nicht viel Ja, übrig. Da würde ist ich der sagen, Kopf weg ja, bis zur aber Hüfte. das bleibt doch mit Helm nicht viel Ja, übrig. ist dringend. Naja, aber dann hast du wenigstens Einsatzbefehl, Straßenverkehrsordnung einhalten, Mann. Wir haben nur Krankenwagen, hier Gesetze Ambulanz, gemacht und so, Emergency, weißt du? Und ich außer bin da einer von Gefängnis, denen, wir müssen ja. doch hier. Ich muss ja drauf aufpassen, das ist mein Job, weißt du? Du kannst hier nicht mit Mütze rumfahren, das geht so nicht. Das ist keine Mütze, das ist ein Hut. Der hat eine Stahlplatte oben drin. Der hat eine Stahlplatte oben drin. Ja. Herr Das könnte Vorsitzender, er hat sowas alles sein. richtig gemacht, er hat eine Ja, ich Stahlplatte im Hut da. Kripo-Streife kommen. Ja, dann machen Sie mal weiter, was. Ob das überhaupt erlaubt ist, Leitstelle, ob er das Anzieher, nur noch eingetragen hat. Meldung. Oh, Nicht zum stimmt, Personal, Mensch! Gefängnis. Herr, oh, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich es zu tun habe. Würden Sie mir euren Ausweis Leitstelle, zeigen, bitte? Kripo-Streife kommen. Ja, Leitstelle. Ja, wir nehmen uns mal hier Herr den Lester ist das! Ausweis Marcel mit Oh, Herr der Lester ist aber nicht das Kripo-Aktie richtige ansehen Ausweisfoto. hier. Er ist ein bisschen dunkel auf dem Foto. Ja, Da waren Sie bestimmt zuletzt im Solarium, als ich das gesehen habe, ne? Ich war in Australien. Ah, ich Hier sei ich verstehe. mal Da müssen Sie vorgekommen. vielleicht mal wieder, müssen Sie mal Taxi wieder hingehen, Mensch. Der Turl hat ein bisschen nachgelassen hier. Auf dem Foto sieht das ganz anders aus. Krass, Brett. dich zu erkennen. Verstanden. Herr Lesser, ist das Ihr Moped hier? Genau. Ist das so? Ja. Jawohl, das kann ich Wollen Sie mal eine bestätigen. Runde fahren? Schon zweimal die Wahrheit gesagt. Nee, Junge, ich habe doch keinen Helm dabei. Wisst ihr, wie es ist, Junge? Keine Stahlplatte in der Mütze, da geht sowas nicht. Herr Lesser, sagen Sie, haben Sie was daheim, wenn ich hier kurz mal überprüfe, ob da alles in Ordnung ist im Auto? Dann muss ich kurz mal an den Klar. Laptop. Und du bleibst mal kurz hier stehen. Wie fest die Wurzeln, Junge. Verstehst du hier? Die Füße mal verwachsen mit dem Boden, Junge. Weglaufen ist nicht. Warte Hey, jetzt kurz, ich komme Freddy! gleich wieder. Freddy! Ja, servus. Servus. Da ist schon wieder was für den Kopf zu tun, jedes Mal. Der macht, der ist, der ist Rekrut, Ja, ich der ist, vielleicht ab Donnerstag. ja. Oh, ich hab ab Donnerstag mein Bewerbungsgespräch. Ah, okay, ja. Dann Na, Freddy, Mittwoch kannst dann du herkommen? vielleicht. Ja. Servus, Oh, Freddy, jetzt ja. von Sau. Herr Lester, ich habe eine fantastische Nachricht für dich. Was? Vielleicht nicht stehen Sie vor. Aber sag mal, ist hier alles eingetragen an der Karre, du Junge? Das ist ein Klar. bisschen kurzer Schutzblech da hinten, würde ich sagen, oder? Gehört so. Das gehört so, ich verstehe. Ja. Nö, doch, sieht ganz gut aus. Der Blinker, ja, alles ordnungsgemäß. Funktioniert sogar normalerweise. Nummernschild will mal Funktioniert? ab. Nummernschild will mal abwischen in Zukunft, Oder das auch kann ich schon nicht. ja nicht mehr sehen so richtig. Aber Abwischen. sonst ist das hervorzüglich. Haben Sie eigentlich auch einen Führerschein, sagen Sie mal, Junge? Wie kann ich mir den Führerschein angucken, Herr Ausbilder? Der Mann Künstler schreibt mir Gebe ich gerade, den dass mein irgendwie? bereits fort bei meinem Ach Kurs. so, hier können wir separat, ja. Ja, Lassen wir klar. doch mal sehen, das Also gute den Stück. inneren Zirkel müssen wir ein bisschen untersuchen. Mach mal hier. Jetzt der Windows-Taste, Windows-Muskel drücken und auf Lizenzen prüfen gehen. Jawohl, er weiß Bescheid, der gute Mann, Junge, der weiß Bescheid. Hab ich gemacht, ja, alles geprüft hier. Ja, Führerschein, der junge Mann. Oh, meine Güte, Junge, erklär mir mal, wofür hast du die Heroinausbildung, Junge? Du willst ja ordentlicher Bürger sein, oder? Ja, für die Pharmaindustrie. Ja, für die Pharma, ja, das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich. Bestattungslizenzen machst du, stellst du auch aus, Mensch. Ja, klar.
Das, also, du machst aber hier nicht mit dem Moped, Junge, oder? Du machst einen Hänger hinten dran und dann werden die eingesammelt, weil es schneller geht, oder? Also. Heute fahre ich mit einem Ding, Truck Boxer oder ein Hemmet spazieren, aber jetzt. Ja, guck mal, aber das Motorrad passt zu unseren Hemden. Wir könnten doch das Polizeiauto gegen das Motorrad tauschen. Das passt viel besser zu uns als zu ihnen, da habe ich doch recht, Junge. Mach ich sofort mit. Oh, nee, er hat aber nicht so einen schönen Laptop dran. Guck mal, er muss sich ja dann mit dem Mobiltelefon in der Konsole rumfummeln. Das ist viel zu eng bei meinen Wurschtfingern. Das wird nicht. Dafür hast du die iWatch. Ja, aber. Was hab ich? Die Eier? Ey, was ist eine Beleidigung, mein Freund, Junge? Sie reden mit einem Beamten, verstehst du das? Ja, das müssen wir erstmal festhalten an der Stelle. Ansonsten würde ich ja. Wie war der Name? Ich sage einfach mal Herr Ausbilder. Ich würde sagen, der ist hier, der ist sauber, der hat eine Stahlplatte in der Mütze, das habe ich überprüft, da ist alles in Ordnung. Wenn man ein bisschen Tesa festgemacht, das ist jetzt nicht so original, dann machen zu Hause mal ein bisschen Heißkleber drauf, ja, dass sie nicht rausfällt während der Fahrt. Können wir den fahren lassen, oder was? Na, das würde ich doch sagen, hier, der ist erst rein, Junge, immer schön an das Geschwindigkeitslimit halten, Junge, und die Bestattung nicht auf dem Heroinfeld machen, wenn du verstehst, was ich meine. Windsacke, da vorne hat mit der Windsacke schon aufgehalten. Ehrlich? Wo ist der Windsack? Ja, der ist weg, der ist gerade zivil hier durchgefahren. Was? Die fahren mit der Geschwindigkeitsmessungsauto durch die Gegend. Und schauen auf rasante Leute, dass sie nicht zu schnell fahren. Alles klar, hab ich verstanden, Junge, das ist alles in Ordnung. Benötige hier im Verhör einen Sanitäter, können Sie mir einen vorbeischicken? Ja, na dann, Junge, ich wünsche eine gute Weiterfahrt. Ich hoffe, wir haben ein paar Umstände gemacht, ja, dafür sind wir ja schließlich da. Für irgendwas muss ich auch bezahlt werden am Ende des Tages. Ja. Im Endeffekt zahlst du sowieso ich. Haben Sie auch wieder recht, Herr Lesser. Also, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, wenn Sie Schwierigkeiten haben, so, weil Sie mal nicht wissen, wo Sie hinfahren sollen oder wie irgendwas funktioniert oder wenn die Karre mal kaputt geht, dann melden Sie nicht bei mir. Nee, wissen Sie Bescheid, Junge. Das ist ADAC für da. Oh Gott. Herr Lesser, ich wünsche Ihnen was. Winke, winke. Der ist sauber, Herr Ausbilder. Aber da vorne ist ein Helikopter gelandet. Darf er das? Da ist noch einer. Wo denn? Da vorne hinter dem. Guck mal, wenn du hier die Straße runter guckst, hinter Bogen. Da haben wir eigentlich nicht. Ja, keine, das müssen wir kontrollieren, da immer nach der Sache. Ach, ja, auf dann. Komm. Auf, rein da. Das ist LKW. Er hat angehalten, hab ich gesehen. Dankeschön, Meister, dankeschön. Da rechts ist er, oder? Boah, haben Sie das schon gesehen, Herr Kollege? Glaube ja. So ein grüner war das. Grün-grau, so ein ganz großer. Ja. Boah, okay, fahren Sie mal weiter Richtung Medic. Die landen meistens in der Medic. Oh mein Güte, wer hat den Bordstein dahin gemacht? Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Geklärt, Person verstorben, skelettiert, nicht mehr vom Medic aufhebbar. Komm. Ja, du hast verstanden, hat der Medic auch wieder losgelassen, ja? Natürlich haben wir das. Komm. Ja, das war die größte Angst für ihn. Alles klar, soweit verstanden. Komm hin. Quartierer Streife, Ende. Jetzt nichts Auffälliges. Aber ich hab das gesehen, mit meinen eigenen Augen hab ich's gesehen. Ja, ich glaub's Ihnen ja. Kann auch sein, dass er in die Garage eingeparkt hat, ne? Ach so, ja, dann wird das wohl so gewesen sein. Das sah verdammt nach Garage aus. Hat er doch mal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, hört. Ich bräuchte mal meiner Position Kurve oh. Tedersen. War ganz schön tiefer erlegt hier die Autos, meine Güte. Ja, du hast verstanden, ich schicke einen vorbei, ja? Ah, die hat ihre Scheibe so verstanden, Ende. Hier war hier das Schließfach, was denken Sie, was hier los war? Wo ist das hin? Das ist jetzt mobil, das Schließfach, das fliegt jetzt immer hier rum. Ach so, ich verstehe. Ja, Informationen für überhalb von Telos, Medic ist unterwegs, komplett Stände. Neu starten. Guck mal, der holt Leiharbeiter. Oh! Ja, den mal in, hier vor uns, der LKW-Fahrer. Ach, das ist der Leiharbeiterposten? Ah, ich sehe das schon.
linke Maustaste. Chef Junge, können wir kurz mal ein Schwätzchen machen hier? Jawohl. Natürlich. Wunderbar, danke fürs Aussteigen. Was mit Ihren Freunden da? Wollen Sie ja sitzen lassen oder sind die? Das sind Leiharbeiter. Ah, ich verstehe. Verstehe. Herr, oh, Entschuldigung, ich bin der Polizeidienstanwärter Kasimir. Sie dürfen auch Kasimir zu mir sagen, das ist völlig in Ordnung. Hallo, Herr Kasimir. Darf ich erfahren, mit wem ich es zu tun habe? Natürlich, ich bin's da. Na? Haben Sie Ihren Namen vergessen? Hast du Drogen genommen, Junge? Sag's mir gleich, Junge! Ich bin Herr Shazam. Herr Shazam, zeigen Sie mir mal Ausweis hier, erzählen kann das ja jeder. Natürlich, warte mal, wie ging das nochmal? Ja, mit dem Windows-Muskel. Ah, ja. Nee, mit dem Alt-Muskel. Bitte genau. Schön. Herr Safar Al-Shazam, oh meine Güte, Junge. Hat sich aber einen Bart wachsen lassen, seit das letzte Mal beim Foto machen war es für einen Ausweis. Müssen wir mal ein neues Ausweisfoto machen lassen langsam, ja? Das würde ich jetzt mal hier so auf den Weg mitgeben. Herr Shazam, wo geht die Reise hin, wenn ich fragen darf? Darf ich Herr Shazam sagen oder soll ich Herr Al-Shazam sagen? Es ist am besten Herr Al. Herr Al? Achso, mit Herr Al-Shazam. Ja, das kriege ich hin, Herr Al-Shazam. Ja, super. Also, wo geht die Reise hin? Haben Sie was da eben, wenn ich hier kurz mal den Führerschein überprüfe und die Funktionsfähigkeit dieses wunderschönen Gefährts? Ja, können Sie gerne alles machen. Also wie gesagt, ich habe heute ja begonnen, meinen Führerschein gemacht und mir das schöne Auto gegönnt. Herzlichen Glückwunsch, was Mensch! Was das ist hervorragend! Bringen lassen hat, ne? Das wäre hervorragend! So, und jetzt wollte meine Güte, das ist aber auch ne? Wundervolles Fahrzeug! Wo führt die Reise hin? Was arbeiten Sie denn hauptberuflich, sagen Sie mal? Eigentlich wollte ich ein bisschen Kohle farmen hier. Da sind bisschen Kohle, ich verstehe. Herr Shazam, ich muss kurz mal hier Kennzeichen und Ausweis durch Computer jagen. Ich bin gleich wieder da, ja, entfernen Sie sich bitte nicht. Machen Sie das. Ja, das ist halt, ne, das ist halt die RP-Akte. Komm mal auf. Wie, so? Jawohl, ist alles in Ordnung, Herr Shazam. Ich habe mit den Zips da gesprochen. Also, mit den schönen Worten. Leg nichts in Sie vor, habe ich alles überprüft, habe ich gesehen. Fahrzeug sieht auch einsatzbereit aus, ist aber gebraucht da, oder? Ich habe heute die E-Mail gerade hier. Das ist aber gebraucht waren, oder? Eigentlich nicht. Ja, sieht das aus, guck mal hier, die Felgen, die sind total runter, Junge, die sind völlig fertig, Junge. Ich komm mal rum. Das ist eine kleine Beule im Tank da, weißt du, hier, Lackierung ist auch nicht mehr so die feinste, du. Ich hoffe, da hast du nicht zu viel bezahlt. Ja? Okay. Ja, würde ich sagen, Mensch. Wie gesagt, ich bin ja neu hier, ich bin ja der Ausländer. Ich hab soweit verstanden, momentan keine Einsätze für Sie. Vielleicht ziehen Sie mich ja noch ein bisschen über den Tisch, wer weiß. Ah, das passiert schon mal gerne. Wo haben Sie denn eingekauft? Hier hinten, hier in Kavala da irgendwo? Im LKW-Shop. Ja, das ist Schlingel, da musst du aufpassen, du. Da musst du aufpassen, wirklich. Also wenn du sicher gehen willst, hier, dass ich keiner mal den Tisch zieht und wenn du dir so einen machst, weißt du Bescheid, wo du dich melden musst, oder? Ja klar, dann rufst du dich an, Mensch. Mann, Junge, das heißt Herr Polizei Kasimir! Meine Güte, genau, Junge. Der Kasimir. Genau, so heißt das. Verstehst du? Das müssen wir gleich mal richtig lernen hier. Ich sage ja auch, Herr Al-Shazam, ja? Also, ja? So viel Zeit muss sein. Kasimir, hier, du, pass auf hier, dein Kumpel will abholen. Ich glaube, der hat keine Lust auf Arbeiten heute. Der ist ein bisschen nervös, der muss langsam mal hoch. Ich verstehe. Herr Shazam, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt und immer schön aufs Tempolimit achten, ja? Und kein Bier am Lenkrad, weißt du Bescheid, ja? Immer hier, Vollgas. Jawohl. Ja, aber nur vorsichtig, du hier, sonst sehen wir uns nochmal wieder, das willst du nicht. Das willst du nicht, hast du verstanden, Junge? Alles gut. Ja, bis denn, ne? Ich wünsche dir was. Mach nicht zu dolle. Ja, Kripo kann unterstützen, ne? Hallo, Jungs. Und zwar die Kripo mit der Nummer 61. Ja, ich hatte ja kleine Polizei. Ah, die Kevins sind um, ne? Was sagst du? Nicht die Kevins umfahren. Ja, nicht meine Kevins umfahren. Nee, das meine ich, Junge. Kevin, bleib da, Junge. Okay, gut. Macht's Sinne. Okay, der will ich anhalten. Bleib mal hier stehen. Einfach nur stehen bleiben. Nur stehen bleiben. Ne, hingefahren.